Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Schlümpfe. In der letzten Folge haben wir den finalen Teil unserer Sexismus-Trilogie besprochen, Juan Beendoard, und haben diese komische Blasenpassage geschafft. Ich meine, man muss ja fairerweise dazu sagen, dass das halt das ganze Level war. Ja, also ich bin irgendwie stellenweise davon ausgegangen, dass das nur der Prolog war. Dem war tatsächlich nicht so, also von daher war es dann doch in Anführungsstrichen erträglich, also vor allem von der Zeit her. Ich dachte ja, ich habe ja die ganze Zeit neu geladen, weil ich auch dachte, dass ich da halt dann, ja, keine Zeit mehr habe. Ich meine, wenn dann danach irgendwie noch so ein 8-Stunden-Level kommt und so weiter, ne, dann hat man ja da schlechte Karten. Aber wie sich dann halt herausgestellt hat, war das okay. Und wir haben es jetzt mittlerweile in Gargamels Turm, Festung, Haus, was auch immer geschafft, die natürlich bestückt sind voller Bullshittrigkeiten, und ich sehe es nicht ein, hier zu warten. Deswegen gehe ich da vorne und sprinte ich direkt nach vorne und versuche dann natürlich auch dementsprechend diese Kack-Dingsi-Bumsi hier wegzuballern, was aber leider nicht immer funktioniert. So, ja, im besten Fall kommen wir natürlich irgendwie ganz nach oben. Diese Holocaust-Katze könnte aber dann tatsächlich auch mal so ein bisschen langsamer sein, finde ich, ne? Da könnte man was machen, und ich finde es so übel, dass mich hier wieder alles und jeder penetriert, was wahrscheinlich auch mit dem normalen Schwierigkeitsgrad zu tun hat. Wo ist sie denn? Da ist sie, okay. So, aber wir wissen ja mittlerweile, dass wir hier auch langlaufen können. Und dann versuchen wir mal, hier im besten Fall irgendwie dieses fliegenähnliche Ding da zu penetrieren. Das hat funktioniert. Und wir sind jetzt, glaube ich, fast weiter. Ja, wie verhalten sich die Dinger? Muss ich in der Nähe sein? Ich bin mir nicht sicher. Irgendwo, was auch immer das jetzt war. Es ist auch ein Problem bei diesem Spiel, dass man nicht 100... Ah, ich hätte mal gucken sollen, ob es einen Checkpoint gab, aber wahrscheinlich nicht. Das ist ja hier eine Szenerie, da wurde ja jetzt nicht zwischenzeitlich geladen. Es ist natürlich auch dumm, ne, dass man... Ich wusste jetzt auch nicht hundertprozentig, was hat mich da getroffen. War das die Pflanze links oder die Chemikalie rechts, die ihren Duft natürlich, als ob der mich getroffen hat, zufälligerweise in meine Richtung gewälzt hat, ne? So, ja, das, und da hat man hat gesehen, ich habe versucht zu werfen, hat aber nicht so ganz funktioniert. Ja, das ist halt, wie gesagt, hier eine schwierige ADHS-Stelle. Ich habe da halt echt keinen Bock drauf zu warten. Dann gehe ich jetzt so hoch und guck mal, ob es hier irgendwas gibt. Vielleicht ein extra Hit-Dings-Booms oder so, was ich hier durchaus gebrauchen kann. Sieht tatsächlich nicht so aus. Das ist aber auch gruselig hier mit dem roten Schlumpfi, ne? Okay, nach einer Weile kommt der Duft. Also man kann schon damit arbeiten, würde ich sagen. Mit dem Ding hier müssen wir natürlich jetzt auch arbeiten. Das geht, ne? Ich habe bisher keinen Schaden genommen, aber die Dinger sind halt auch Insta-Bullies. Da bringen wir dann diese drei Leben auch nichts. Habe ich ein Leben gekriegt? Bin mir nicht sicher, klang so. So, du bist da. Ne, es war einfach das Lied tatsächlich hier. Hat mich der jetzt getroffen? Das war die Pflanze, alles klar. Da ist die Katze, die folgt mir natürlich auf Schritt und Tritt. Und natürlich macht sie einen 360 No-Scope und so weiter. Und ja, das ist halt sehr, sehr holocaustrianisch. Da muss dann vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen einfach auch ein Save-State getätigt werden. Weil es auch schon wieder zu lang geht. Ich meine, irgendwo gab es ja, wie gesagt, so ein extra Hitpoint. Aber den habe ich jetzt tatsächlich irgendwie nicht gefunden. Aber ich finde es ganz gut, ne, dass man hier wirklich auch in Anführungsstrichen mehrere Wege gehen kann. Wobei, ja, es ist, nee, das ist jetzt, glaube ich, derselbe, ne? Mit dem Unterschied, dass ich jetzt halt einen Schaden... Das ist so lächerlich. Dann doch lieber sein lassen, oder? Ja, das ist klar. Hitbox wieder aus der Hölle. Und ja, da war es dann wie die Chemikalie. Ja, ich würde sagen, wir versuchen das hier noch 2-3 Mal und dann werden wir mit Save States arbeiten, weil ich auch wirklich keinen Bock mehr habe auf diese unfaire Scheiße. Da hat mir das Level hier dann auch das davor schon wieder genug gegeben. Wobei da, ja, da war es ja nicht wirklich normaler Schaden, den ich da kassiert habe, sondern einfach, da hat man mich ja mal an den Anfang des Levels geworfen. Ja, bla. Also ich finde es so, wirklich so übertrieben. Auf hart kannst du das locker machen. Da würde ich dir 20 von 10 Sternen geben, ja. Aber doch nicht auf normal. Was ist das, ey?
Dann muss die Katze irgendwie verlangsamt werden oder die vielen Gegenstände hier, die Chemikalien müssen reduziert werden. Achso, das war ja auch eine böse. Und da unten habt ihr das gesehen, dass die Beere, aber die ist natürlich, kann ich wirklich nicht hier rüber sprinten? Ich weiß nicht, wieso das funktioniert, wenn ich da hier einen Zwischenstopp mache. Und andernfalls irgendwie nicht. Ja, die Beere bringt einem natürlich auch nicht so viel, weil du ja dann die Katze am Sack hast. Am Schlumpf hast. Ja, ja. Und auch da. Das kommt auch noch dazu, ja. Dass die dann auch sogar noch hier Insta-Kills sind. Das ist so lächerlich. Also, zack. Das hat wieder nicht funktioniert. Egal, da gibt's Lex. Auch natürlich Teil des Spiels. Ist ja logisch. Nein, Spaß natürlich nicht. Und hier dann auch so. Du hast da die Pflanze. Ja, wenn mich die Pflanze nicht getroffen hätte, dann hätte es tatsächlich die Katze gemacht. Die man ja tatsächlich abwerfen kann. Nur sehe ich da keinen wirklichen Sinn dahinter, muss ich sagen. Und auch nicht, das ist auch nicht so von wegen, du kannst sie ablenken oder so. Wir versuchen es nochmal. So, ich habe die jetzt abgeworfen. So, und ich habe aber trotzdem Schaden kassiert. Kann man denn die Katze irgendwie für eine kurze Zeit ausschalten? Das ist die große Frage. Nee, oder? Und die hat jetzt ein bisschen kassiert. Nummer 2. Ja, du, gut, da habe ich die Sprinttaste nicht gedrückt. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Extrapunkt oder so. Um da vielleicht noch das ein oder andere Leben rauskriegen zu können, Fragezeichen. Da habe ich eigentlich nach links geworfen, ne? Das ist halt das Schlümpfe. Schlümpfe nochmal hier zusammengefasst. Finde ich gut, dass man bis zum Schluss uns daran erinnert, was wir genau spielen, wofür dieses Spiel steht. Ja, klar, als ob. Ja, man hatte wirklich keine Zeit, und hier kommt alles zusammen. Die unpräzise Steuerung, die Hitboxen aus der Hölle, die Insta-Kills, die Tatsache, dass sich alles und jeder fisten will. Alles phänomenal. Natürlich, die Katze hat wieder perfekt gewartet. Wirklich ohne Scheiß wartet die, oder hat die da irgendwie, ich weiß nicht. Würde sie von alleine einfach... Nee, die wartet da schon. Okay, so geht's natürlich auch. Wie gesagt, ich versuche da jetzt nochmal... Jetzt klappt natürlich gar nichts mehr, logischerweise. Ich versuche da irgendwie noch einmal legitim ansatzweise dahin zu kommen. Ja, klar, ne, dann musste ich auf die Katze warten, aber ich hatte keine Zeit. Ich konnte nicht sinnlos rumstehen, weil mich dann die Pflanze wieder penetriert hat. Logisch. Kann ich dann jetzt hier noch einmal einen glorreichen Versuch kriegen? Jawohl. Und ah, guck mal, Pflanze und da unten von jedem Layer, von jeder Ebene. Katze, Pflanze, Fliege, deine Mutter, Commander Krieger, das Instagram E-Girl. Alle sind sie dabei bei dem großen Ravon Mobbing Special. Ja, okay, gut. Wir schaffen das nicht mehr am Stück dorthin. Ne? Dann muss ich jetzt hier zwischenspeichern. Im besten Fall natürlich so, dass es mich nicht negativ bestürzt. So, dann wird jetzt hier gespammt. Mir scheißegal, ganz ehrlich. Mir scheißegal. Achso, ja, dann muss ich natürlich auf den neuen Safe-State klarkommen. Nein, gerade habe ich es mir anders überlegt und finde es eher... Ich hätte mir einfach selber einen Checkpoint machen sollen, aber egal. Jetzt habe ich angefangen. Jetzt ist auch egal. Jetzt ist auch egal. Juppadoppado. Da mache ich hier noch einen. Und ja, aber seht ihr, wie perfekt kann das Kackspiel eigentlich von den Fallen her sein? Das ist aber, das hat gut super funktioniert, aber dann wurde ich da wieder penetriert. Jawollo, whoop die fucking do. Das wirklich das. Okay, wir warten. Mal gucken, ob sie jetzt irgendwas anbietet hier. Die Pflanze auch, ne? Wow, das war gut, aber dann hat mich das Ding... Warte mal, können wir irgendwie einen anderen Weg nehmen? Achso, nee, na... Oh, wow, ich habe die Pflanze nicht gesehen. Herzlichen Glückwunsch, Holocaust. Und dann wirklich auch so perfekt gesafestated, dass ich jedes Mal, wenn ich den Safe State lade, daran erinnert werde, dass ich diesen großartigen Fehler gemacht habe. Wow. Mhm. Aha. So, bla bla bla. Bla bla. Einfach vorsichtshalber mal werfen. Kann man mal machen. Okay. Das kommt noch dazu. Moment, ich kümmere mich wieder drum. Wie auch immer man sich um sowas kümmern soll. Ich musste tatsächlich einfach
zwei, drei Minuten aussetzen, was auch immer da passiert. Das ist vielleicht der Moment, wo gewisse Dateien im Hintergrund fertig gespeichert wurden, transferiert wurden. Okay, jetzt sind wir minimal weiter. Insta-Death wieder ausgewichen, dafür den bekommen und so viele Insta-Deaths hier und... Oh, ach so! Okay, nicht schlecht. Das, ach so, ja, von mir aus. Das war's dann mit dieser Abteilung. Aber es gibt natürlich noch eine dritte Passage, der wir einen legitimen Versuch geben. Das ist auch schon wieder so behindert hier. So, ja. Und ach so, da kommt da ab und zu auch mal ein Buch. Und da konnte man auch sehr viel machen. Ich versuche einfach zu rushen. Aber wobei, da ist noch eine Beere. Jetzt werde ich hier mit Beeren überschüttet, oder was? Das ist ja interessant. Lauf. Ist natürlich ewig weit. Okay, das wahrscheinlich habe ich jetzt gerade mal irgendwie 10% geschafft und es geht noch irgendwie 5 Minuten. Nee, tatsächlich, okay. Krass. Und da kommt der gute, ja, Gargamel-Boss. Ja, bring mich, wobei, nein, das, ich habe ja, ist das ein Insta? Ach, das ist ein Insta-Spasti, okay. Irgendwas muss ich hier mitmachen, ne? Ja, doch, okay, warte, der muss, ja, warte mal, wenn ich jetzt hier stehe. Ja, macht das, wobei, ja klar, das macht Sinn, oder? Ich muss dann halt, ja, da sollte dann die Hitbox schon mitspielen. Mal gucken. Ja, das funktioniert. Okay, ich wollte das erst andersrum machen, oder das geht ja gar nicht. Aber was mache ich jetzt hier? Was mache ich, wenn der Holocaust einfach dann drüber ist? Da kann ich mich ja dann gar nicht mehr wehren. Und da, okay, da hat er die Scheiße gar nicht fallen gelassen, alles klar. So. Ja, aber genau, da muss ich, das muss ja perfekt koordiniert stattfinden hier. Wenn du da einen Fehler machst, bist du halt am Arsch. So, schnell. Ja, es geht aber, ne? Genau. Es ist sehr, sehr knapp und man darf nicht zu zeitig, ja, A, davon weggehen und B, das Ding wegschleudern. Ne, da hat man tatsächlich physischerweise ein wenig Wert drauf gelegt, dass das halbwegs gut rüberkommt und dann darf ich aber auch gleichzeitig von dem Ding nicht angegriffen werden. Das ist auch wieder an und für sich eine wirklich schöne Idee, aber die Umsetzung ist wieder komplett für den Arsch. Auf so vielen verschiedenen Ebenen. Seht ihr ja selber, brauche ich ja nicht weiter drauf eingehen. Und hier würde man dann auch wieder 33.000 Leben verlieren, ist ja ganz klar. Fraglich ist natürlich, wie lange das hier wieder gesponnen wird. Das war der dritte. Das war der, ja, danke. Der vierte. Wie gesagt, ich habe keine Zeit. Du musst ja direkt, wenn du den ersten rausgebildet hast, muss der zweite sitzen. Aber der sitzt halt nicht, weil ich ja damit beschäftigt bin, den nach vorne zu böllern. Ihr seht ja, der zweite, der fliegt ja immer sonst wohin. Und das ist alles vom Timing her. Das funktioniert auch wieder nicht, oder? Vom Timing her zu knapp. Leider. Also es ist wirklich eine reine Glückssache, würde ich sagen. Wie gesagt, das kann man nicht treffen hier. Vielleicht muss ich nicht ganz nach am Rand sein und kann das Ding auch von der Mitte, ja, was soll ich sagen, wenn du mich getroffen hast, du Holocaust, kann ich das von der Mitte wegschleudern hier? Ja, das geht, ne? Versuchen wir es mal so, wenn ich mich jetzt hier hinstelle. Ja, okay. Das ist dann, ne, ich versuche dann einfach einen großen Sprung zu machen und während meines großen Sprungs hoffe ich, dass dann diese Eichel da, dieses Dings da dann gelandet ist. Und dann wirft er aber, stellenweise wirft er das Ding einfach nicht runter, weil ich zu schnell von meiner Position weggegangen bin. Das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Und dann flankt er den einfach in der Mitte runter. So ein dummer Wichser, ey. Es ist so kaputt. Das fasst das Spiel auch nochmal so schön zusammen. Es hat wirklich super inspirierende, kreative Ansätze. Aber wie gesagt, das ist halt, du solltest den Praktikanten einfach nicht damit beauftragen, ja. Also quasi die Entwickler haben die Ideen gehabt und einfach den Praktikanten gesagt, hier, jetzt mach mal. Ja, also das ist, sorry, das macht man einfach nicht, okay. Ich meine, was ist das, 94 oder so, gut. Ja, ne, ich finde schon, dass man da im Nintendo-Bereich und so weiter, es gab ja auch noch viele andere Konsolen vorher, dass man da sicherlich bereits eine Gaming-Ära, Entwicklungs-Ära betreten hat, wo man das hätte durchaus besser machen können. Ja, auch schon wieder, also alles super, aber dann hat er einfach die
die scheiß Eichel da nicht geworfen. Da kann ich halt nichts machen. Das ist halt Pech gehabt, würde ich sagen. Hast du gelitten, denkt sich der Vogel so. Hast du einfach Pech gehabt. Ich darf keine großen Sprünge machen, war jetzt auch wieder keine Absicht. So, 3, 4. Das war auch wieder sehr knapp. Es wird wieder sehr knapp. Und der, die Frage ist, was mache ich jetzt? Kann ich mich da noch irgendwie wehren? Ja, der kommt dann einfach, oder? Ja, da, ich kann noch nicht mal mit meinen Unsterblichkeits-Frames arbeiten. Weil, dann, wie gesagt, das ist wie so eine dicke Wand. Sehr, wie, das ist wie Lauterbachs Omikron-Wand. Ja, da kommst du einfach nicht durch. Ja, ich, wie gesagt, warte mal. Ich muss hier, genau, ich... Könnte vielleicht schon wieder der Auschwitzi durch den Sprint. Ja, ich dachte gerade, wenn ich die Sprint-Taste nicht drücke, dann springe ich. Ich springe ein bisschen kürzer, aber ich muss kurz trotzdem so ein bisschen sprinten, damit ich schnell an dieses Ding komme, ne? So, 4, glaube ich. 5, 6, Holocaust. Das wäre wahrscheinlich auch nicht der letzte gesehen. Also dieser Boss schon wieder, das Spiel, also da müssen einfach mal wieder die Napalmbomben fliegen, finde ich. So, zack. Hat er nicht geworfen? Gut, der wäre ja sowieso daneben gegangen. 3. Wie der Adler mich einfach hier, guck mal, wie er mich trollt, der Wichser, Alter. 1, oh, der Sprung war zu lang. 2. Ach so, sowas. Ja gut, also, wenn du das dann verstellst, kannst du auch nicht viel machen, ne? 1. 2. Das muss so perfekt sein. Ich werde da wieder nicht geworfen. Ah, da war ich, da bin ich zu zeitig gesprungen. In Anführungsstrichen 1. 2, 3. Dann stelle ich mich ein bisschen hier und dann kann ich schon mal nach vorne laufen. 4. Das geht, glaube ich. 5. So sorge ich dafür, dass er definitiv wirft. 6. Das ist jetzt gut. 7. 8. Ich speichere hier. 9. Der muss runterfallen, ne? 10. 11. 12. 13. 14. Ja, aber der muss halt irgendwann da runterfallen. Ich glaube, es geht nicht um das pure Treffen. Aber ich kann das nicht schneller machen. Was soll ich denn da noch machen? Oh, ja, okay, egal. Hier wurde jetzt gesafe-stated, eiskalt. Das brauche ich. Das wird definitiv nicht besser. Ja, ist natürlich bitter jetzt, dass ich nur noch einen Hit ab kann, aber wie gesagt, das wäre so oder so Insta-Bullshit, von daher. So, zack. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Bams. Ich zähle jetzt nicht mehr, das ist, wie gesagt, das ist ja irrelevant. Alter, Auschwitzi. Ja, aber besser wird's definitiv nicht. Es kommt aber wieder näher, ne? Vielleicht liegt's auch an den Hitpoints. Ich weiß nicht, darf ich jetzt nochmal eine neue Folge zu starten? Finde ich ein bisschen dumm. Aber ich weiß nicht, ob es noch eine Verfolgungsmission gibt, von daher. Zack. Krass, dass der mich nicht getroffen hat. Ja, ist wirklich, es ist so absurd einfach. Da wirft er wieder nicht. Zack. 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 Alter, dieses Spiel. Ich sehe nicht, dass er... Also stellenweise sah es so aus, als wenn er pro Schlag immer weiter nach hinten läuft, aber der ist ja dann wieder so hart rangekommen, dass ich da gerade wirklich ein Plus-Minus-Null-Verhältnis sehe. Ja, ich muss mich ganz am Rand hier hinstellen und dann kann ich ein bisschen nach vorne laufen und dann so quasi den Adler mehr oder weniger perfekt
dazu bringen, dass er die Scheiße runterwirft. So, zack. Und wie gesagt, nicht zu schnell springen. Bams. Ja, Spannend, spannend, oder? Da habe ich mich doch gefreut und einen schönen Save-State gemacht, nur um dann am Ende feststellen zu müssen, dass es doch leider nicht so viel bringt. Kann ja irgendwie mal verrecken. Ich meine, das sind, ihr wisst ja nicht, wie hart diese Dinger sind. Die müssten doch schon längst seine Organe durchbohrt haben oder so. Ja, okay, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play die Schlümpfe. Ich muss dann anscheinend noch mal eine neue Folge machen. Ganz, ganz wichtig, dass wir noch mal eine neue Folge rausschlagen können. Ich habe das Ganze jetzt im Internet an. Dieses fantastische Finale des Spiels. Herzlichen Glückwunsch, Holocaust. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.